Eine Binsenweisheit, nicht nur im Tennis, auch im Leben allgemein, heißt ja, gewonnen und verloren wird zwischen den Ohren. Ein Mann, der sich mit Mentaltraining und allem, was dazugehört, wahnsinnig gut auskennt, ist Thomas Baschab. Seit Jahren Experte bei uns im Tennismagazin für dieses Thema. Thomas, ich behaupte, die Masse der Tennisspieler auf jedem Niveau ist sich der Bedeutung des Mentaltrainings nicht bewusst. Sagen wir mal so, ich glaube, die Bedeutung wird einem in der Notsituation auf dem Platz schon bewusst. Es fehlt mehr das Bewusstsein, dann tatsächlich auch da was zu tun, also was Konkretes zu machen. Und ich glaube, das liegt ganz viel auch daran, dass die Leute nicht wissen, was soll ich machen. Wie funktioniert Mentaltraining in der Kürze erklärt? Also eigentlich würde ich es dir am liebsten erklären, indem du es selber erlebst. Das ist generell meine Vorgehensweise. Ja, wenn du es erlebst, dann verstehst du gleich auch das Konzept, was sich dahinter verbirgt. Am besten machen wir eine kleine Übung. Ja. Steh mal kurz drauf. Gut. Streck mal einfach deinen rechten Arm nach vorne. Ja. Okay, und jetzt drehst du den rechten Arm nach rechts hinten, soweit du kannst. Und dann merkst du dir ungefähr den Punkt, wo du hingekommen bist. Okay. Und dann kommst du wieder zurück. Okay. Jetzt nimmst du den Arm runter. Und jetzt machen wir das Ganze mental. Du stellst dir jetzt nur vor, den Arm zurückzubiegen. Aber bei dieser Vorstellung gehst du über den Punkt, den du eben erreicht hast, einen halben Meter hinaus. Schließe ich dafür die Augen? Das wäre günstig, ja. Okay. Also schließ mal die Augen kurz. So, jetzt stellst du dir vor, du biegst den Arm zurück und du kommst über den Punkt von eben einen halben Meter hinaus. Mhm. Okay, das ist schon bereit. Okay. Jetzt machen wir das Ganze nochmal im Original. Dreh den Arm nach hinten und geh wieder so weit du kannst. Und du siehst, jetzt bist du wesentlich weitergekommen. Okay. Mal weiter, ja. Richtig. Das ist das grundlegende Prinzip von Visualisierung im mentalen Training. Okay. Warum du jetzt letzten Endes weitergekommen bist, was in deinem Körper sich verändert hat, das wissen wir nicht genau. Ja. Das ist aber auch nicht wichtig. In dem Fall zählt das Ergebnis. Du hast einfach den Arm weiter drehen können. Ja. Und das kannst du jetzt sinngemäß in jede andere Situation übertragen. Beispielsweise auf dem Tennisplatz. Auf dem Tennisplatz. Okay. Nehmen wir mal an, du bist bei 5-5, dritter Satz. Du hast ein bisschen die Konzentration verloren. Ja. Dann wieder die Konzentration zu finden, dauert so lange, wie du das eben gerade erlebt hast. 2-3 Sekunden. Was stelle ich mir in dem Fall denn vor? Ich kann mir ja nicht vorstellen, mich richtig zu konzentrieren. Das kannst du nicht. Wir machen das viel konkreter. Du stellst dir vor, du hast vor dir eine Zielscheibe, so mit Ringen. Ja, ja? Eine Dartscheibe. Nein, eine Dartscheibe hat ja nicht so konkret diese inneren Ringe, ja, sondern das ist ja ein bisschen anders aufgebaut. Also, okay, aber eine Zielscheibe mit lauter so Kreisen, mit Ringen, wie das beim Schießen zum Beispiel ist. Und jetzt stellst du dir vor, deine Konzentration ist ein Punkt. Der hat eine Farbe, nehmen wir mal an, eine gelbe Farbe. Und der Punkt, der schwirrt rum überall. Das heißt, es ist nicht gut fokussiert. Und jetzt stellst du dir nur bildlich vor, diesen Punkt zu nehmen, gedanklich, und du setzt ihn genau ins Zentrum dieser Zielscheibe. Okay. Und exakt, wenn du das machst, kommt der Fokus. Du bist sofort fokussiert. Die Übung dauert 2-3 Sekunden. Das heißt, sie ist auch tauglich, das zu machen mitten im Match. Zwischen zwei Ballwechseln und nicht unbedingt auf der Bank beim Seitenwechsel. Das kannst du auch machen. Aber gerade zwischen zwei Ballwechseln ist das eine tolle Methode, wie du in 2-3 Sekunden, die Zeit hast du, tatsächlich dich wieder in einen sehr fokussierten und konzentrierten Zustand besetzt. Übe ich das im Training, damit es mir im Match dann gelingt? Muss ich es öfter üben, um es zu verinnerlichen? Kann ich es sofort, wenn ich es das erste Mal mache? Kann es jeder? Erstens, es kann jeder. Du kannst es sofort machen und selbst beim ersten Mal funktioniert es schon gut. Du musst halt nur dran denken. Du musst es sozusagen im Fokus haben, so etwas zu machen, wenn du in der Situation bist. Und deswegen ist es natürlich hilfreich, wenn du es im Training mal gemacht hast. Okay. Aber es braucht nicht mehrere Übungen dafür, um das einfach gut zu können. Du kannst das sofort. Ja? Das ist das Tolle an diesen Methoden, an so sehr konzentrierten, einfachen Visualisierungstechniken, dass du sie sofort anwenden kannst. Ja. Die bringen sofort eine Wirkung und du musst sie vorher nicht groß geübt haben. Die gehen einfach. Was mache ich denn zum Beispiel, wenn ich ein Spieler bin, der unter Angst leidet auf dem Court? Ich bin ein Angstgegner. Oder ich habe Angst vor einer Vorhand, vor einer Rückhand. Mhm. Wir kennen das ja alle, egal auf welchem Leistungsniveau wir uns bewegen. Gibt es da noch einen zweiten Tipp, den du parat hast? Also Angst ist eine Geschichte, die natürlich immer stattfindet. Das Erste ist wichtig, Angst darf schon sein. Ja, ist halt manchmal. Die Frage ist, wie komme ich schnell da raus? Ich arbeite in diesem Fall mit den sogenannten tierischen Mobilisationstechniken. Mhm. Also man schlüpft in ein Tier hinein.
gedanklich, das geht auch in 2 Sekunden, und man fühlt sich dann wie dieses Tier. Diese Technik ist ganz ursprünglich von den Shaolin-Mönchen entwickelt worden. Die haben damit ihre Kampfstile entwickelt. Und das kann man jetzt auf das Tennis auch übertragen. Funktioniert folgendermaßen. Du nimmst dir ein Tier, gedanklich, das keine Angst kennt. Zum Beispiel, ich nehme gerne den Panther. Ein Panther ist ein Tier, das ist mutig, das ist entschlossen. Ein Panther kennt keine Angst. Und auch in der schwierigsten Situation bleibt er geschmeidig. Jetzt stellst du dir vor, du schlüpfst in diesen Panther. Und dann spielst du als dieser gefühlte Panther spielst du Tennis. Okay. Nur Vorsicht bei dieser Methode. Du kriegst so viel Körperdynamik dadurch, weil so ein Panther hat natürlich eine Mordsdynamik, dass du am Anfang unter Umständen die Bälle ausspielst. Das heißt, das solltest du auf jeden Fall im Training mal geübt haben, damit du nicht plötzlich alles in die Zäune haust. Wenn ihr regelmäßig das Tennismagazin lest, dann kennt ihr sicherlich eine ganze Menge dieser Methoden, die Thomas Baschab gerade erklärt hat, auch schon. Wir machen eine große neue Mental-Story in einem unserer nächsten Hefte. In welchem Heft genau, das seht ihr jetzt gleich im Abspann dieses Videos noch einmal. Und darin erklären wir eine Methode, die du entwickelt hast, Thomas, die ganz besonders funktionieren soll. Wir testen die auch und die ist auf jeden Fall lesenswert. Deswegen eine Kaufempfehlung von mir und von dir wahrscheinlich auch. Von mir auch, auf jeden Fall. Alles klar, vielen Dank.